Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Style Diaries Powered by Otto. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Emma Louise. Und wir werden über Manstyle sprechen heute. Dafür haben wir beide auch eine sehr aufregende Challenge. Aber erstmal zeige ich euch, wer die erste Challenge dieser Staffel gewonnen hat. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt, heute wird es männlich. Ich erkläre dir genau, was es heißt, aber lass uns erstmal reingehen. Louise, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne auf meiner Couch. Du passt hier übrigens vorgebracht. Ja, hab mich abgestimmt. Perfekt. Ich freue mich voll. Bevor wir losquatschen, würde ich sagen, stell dich doch erstmal vor. Ja, ich bin Emma Louise, 19 Jahre alt und ich mache jetzt schon seit über 4 Jahren YouTube und da hauptsächlich so im Bereich Fashion, weil mich das einfach unheimlich interessiert und es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Perfekt. Mhm. Deshalb bist du natürlich auch bei den Style Diaries. Es geht natürlich um Style und heute geht es um Man-Style. Sehr cooles Thema. Wie würdest du das Thema übersetzen oder beschreiben? Auf jeden Fall so Oversized Blazer, was man auch immer wieder kennt. Oder hier auch, wenn man das Hemd von seinem Freund oder so anzieht, sowas. Ja, aber auch Hosenanzüge, also ziemlich coole Teile eigentlich, die dabei sind, die man sehr cool kombinieren kann. Es macht auch ein Statement. Eben, das sieht ganz anders aus gleich. Das ist ja auch das Ding, es kommt ja auch so ein bisschen aus dieser ganzen Feminismuswelle, ja, die ja schon jetzt seit einigen Jahren da ist. Und die wir ja auch, also die du ja, also ich ja auch unterstütze, aber ich weiß auch, dass du dich als Feministin bezeichnest und dich für Feminismus einsetzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich so als kleine Feministin bezeichnen, aber ich hoffe, das sind wir alle irgendwo im Herzen, alle Frauen und Mädchen. Voll, und auch alle Männer. Ich denke immer so, ey, wer ist denn Feminist? Das stimmt, ja. Ja, ich finde es cool, dass die Mode so ein bisschen, weil ich bin sowieso immer so, Mode hat für mich nicht so ein richtiges Geschlecht. Ich finde es immer cool, wenn die Geschlechter da so ein bisschen überwandeln und deshalb finde ich den Trend sehr, sehr spannend und finde es cool, dass es gerade so passiert. Wenn ihr auch Manstyle tragen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare oder wenn ihr sagt, nee, das ist gar nichts für mich, das kann mein Freund machen. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich antworte auch auf eure Nachrichten und vergesst nicht, ihr könnt dieses Mal einen 100-Euro-Gutschein für Otto gewinnen. Bleibt einfach dran, dann erzähle ich euch später, wie ihr den gewinnen könnt. Und du kannst jetzt auch was gewinnen und zwar eine Challenge. Also würde ich sagen, machen wir es auf die Socken und ich sag dir, was wir jetzt als nächstes machen werden. Ich freue mich. Bevor wir uns unsere Challenge ansehen, möchte ich euch daran erinnern, dass wir in der nächsten Woche wieder ein Style Diary Special haben. Und in diesem Special sind wir auf dem roten Teppich für euch unterwegs und haben mit Social Media Stars über das Thema Manstyle gesprochen. Hier gibt es einen ersten Einblick. Was würdest du sagen, können denn Frauen besser als Männer? Einparken. So nämlich. Was würdest du als erstes machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Oh, ich würde liebend gerne im Stehen pinkeln. Ich glaube, das kann ich nicht vor der Kamera sagen, nein. Wenn das kein guter Abschluss ist, danke. Bis dann. Ciao. Das sind sehr viele Menschen hier. Jetzt sehen wir uns mal die Challenge an, die Aylem von ReFashion für uns hat. Ich glaube ja, das hat irgendwas mit einem Fotoshooting zu tun, aber wir werden ja sehen. Hey Girls, heute dreht sich alles um den Manstyle. Ihr sollt ein Fotoshooting organisieren und dafür bekommt ihr echt einen coolen Fotografen an die Seite gestellt. Und da müsst ihr einmal eure Weiblichkeit zur Schau stellen. Gebt alles und dann einen Style kreieren, wo ihr den Manstyle interpretiert. Und da war ich schon sehr, sehr gespannt. Die Maske legt dann auch nochmal Hand an und verwandelt euch in einen Mann. Ihr könnt wie immer alles aus dem Pop-Up-Space benutzen. Es sind sehr, sehr coole Teile von Otto dabei. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch ganz viel Spaß. Geile Challenge, sag ich mal. Sehr wirklich geil. Cool. Ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Also müssen einmal einen Man-Style finden, Frauen-Style haben wir schon an. 2 Bilder werden geshootet und dann wird zu einem. Fertig. Ich würde mal sagen, wir starten direkt. Du kannst zuerst hier eine Sache aussuchen. Du bist ja der Gast. Danke. Ich mache das Foto. Sehr cool. Hi, ich bin Aminata. Hallo, ich bin André. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu shooten. Freut mich auch. Also ich glaube, ich würde im weiblichen Outfit eine männliche Pose machen und im männlichen Outfit eine weibliche Pose. Ja, finde ich gut. So. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann können wir danach ein bisschen mixen und ein paar andere Sachen ausprobieren. Cool. Kannst du das Kinn ein bisschen nach oben nehmen? Ja, schön. Ich mach so eine Pose. Oh, okay, das sollte ich besser hinkriegen. Okay, nee, das ist zu basic. Das hier gefällt mir auch. Okay, ich glaube, ich gehe mit diesem hier. Ich glaube, der ist von der Länge ganz gut. Und zwar werde ich das einfach als Kleid umfunktionieren. Und ich glaube, das sollte ganz gut aussehen. Jetzt brauche ich nur noch Schuhe und ein bisschen Schmuck und das gibt es da drüben. Und da habe ich diese coolen
hier gesehen. Die finde ich sehr cool zu diesem Outfit. Und dazu darf natürlich noch eine Tasche fehlen. Und da nehme ich diese coole Bauchtasche, weil ich Bauchtaschen liebe und die super praktisch und bequem sind. Und den Look ziemlich komplett machen. Nicht schlecht. Ich finde, glaube ich, jetzt schon diese Power Pose. Die Power Pose, die gefällt mir auch sehr gut. Ja, geil. Das ist richtig geil. Ja, das ist richtig gut. Vielen Dank. War ja super easy irgendwie. Voll cool. Jetzt muss ich meinen Man-Style finden und dann komme ich wieder zurück. Cool. Bis gleich. Bis gleich. Also, Aminata hat ihre Bilder gemacht und meine müssen natürlich noch besser werden, damit ich die Challenge gewinne. Ich hatte so eine Idee, dass ich quasi mit mir selbst Rücken an Rücken stehe. Mhm. Aber wir können einfach probieren und sehen, was bei rauskommt. Ja, cool. Legen wir los. Dreh dich genau ein bisschen weiter zu mir. Genau. Wir kommen ein bisschen nach oben. Ja, das ist doch cool. Kannst du dich mal ganz kurz frontal hinstellen? Ja, klar. So, also ich wollte ja eigentlich gerne den Mantel hier haben, aber den hat Emma sicher genommen. Vielen Dank übrigens, ne? Ich glaube, ich werde wahrscheinlich schon wieder mit einem Blazer gehen. Der ist ultra geil. Ich würde gerne eigentlich eine Hose passend dazu. Ah, die ist geil. Perfekt. Geil. Hier. Sex, Drugs and Times New Roman, why not? Ey, ich glaube, ich nehme auch noch eine Mütze. Und Doc Martens finde ich richtig geil. So, das wird ein Look. Sehr geil. Viel Glück wünsche ich dir. Ich gehe mich aber jetzt umziehen. Das finde ich richtig cool, oder? Das finde ich auch cool. Das passt perfekt auch zu dieser Position, die wir haben wollten. Mega. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Dann werfe ich mich mal in mein Männer-Ich. Ich bin gespannt, wie ich dann aussehe und wie die Bilder dann werden. Ich bin auch sehr gespannt. Bis gleich. Bis gleich. Okay, ich liebe den Look, aber weißt du, um das Ganze noch richtig abzurunden, sollten wir, glaube ich, einen Bart dran kleben. Yes. Was? Ja, wir bringen den Look next level. Auf jeden Fall, da kommt jetzt noch ein schönes Bärtchen dran. Willst du auch einen haben? Ja. An meinen Spiegeldrehen nicht lachen. Nicht lachen, bitte. Oh mein Gott, das sieht so echt aus. Wir können ja, während der bei dir trocknet, bis die Farbe dann weg ist, das Weiße. Ja. Schon mal gucken, ob der schwarze Bart bei dir passt. Geil. Ja? Ja, auf jeden Fall. So, es macht Platz. Okay. Okay. Brille noch dazu? Ich hab's nicht gesehen, weil ich die Brille nicht auf habe. Man kann gar nicht lachen. Oh mein Gott, soll ich rausgehen? Am besten auch an die frische Luft zum Trocknen, ja. Oh mein Gott, mit dem Matching. Ich würde jetzt gerne mit dem Bier trinken gehen, im Biergarten, aber wir gehen ja erstmal ein Fotoshooting machen. Und danach gibt's ein Bier. Richtig. Kannst du noch mal was mit den Armen machen? Okay, cool. Ja, das ist gut. Okay, das ist gut, das ist cool. Sehr cool. Super. Ja? Spitze. Cool. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Challenge. Lieben Dank, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast es auch sehr gut gemacht. Wenn ihr auch mal Man-Style ausprobieren wollt, dann geht auf jeden Fall in die Infobox. Da sind nämlich alle Produkte, die wir tragen, verlinkt mit einem direkten Link zu otto.de und dann könnt ihr alles direkt nachshoppen. Und ich bin gespannt, wie die Challenge ausgeht. Wir haben das Ergebnis ja noch nicht gesehen, aber ihr bekommt es jetzt zu sehen. Und zwar kommt es hier. So. Wir haben jetzt Feierabend, das heißt, wir müssen, wir können unseren Bart abmachen. Wollen wir Schade ihn loswerden? Ja, ich denke. Ah. Wow. Frisch rasiert. Ja. Ganz geil eigentlich. Vielen Dank, ich bin sehr gespannt, wer die Challenge hier gewonnen hat. Danke für diese Erfahrung. Mega gut, oder? Mega. Ja, also wer gewonnen hat, entscheiden hier die Zuschauer. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wer es besser gemacht hat. Wenn ihr der Meinung seid, Emma-Louise hat es besser gemacht, dann setzt den Hashtag Team Gas. Wenn ihr aber glaubt, ich bin der bessere Man, dann setzt den Hashtag Team Aminata. Und das lohnt sich übrigens sehr für euch, denn unter allen Kommentatoren verlosen wir einen 100-Euro-Gutschein für Otto. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht, war cool. Und gut, dass wir uns kennengelernt haben und sowas Tolles hier auf dem Bart gemacht haben. Ich will den gar nicht mehr loswerden. Ich bin ein Fan von diesem Bart. Wenn ihr auch ein Fan seid, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und vergesst nicht, in 2 Wochen wieder einzuschalten. Da ist nämlich die liebe Abigail zu Gast und das wird auch bestimmt sehr spannend. Bis dann. Ich liebe Color Blocking. Lila oder Neon. Schön euch zu sehen. Tada! Oh mein Gott. Du brauchst noch Schuhe. Ja.